Willkommen zurück bei den Passcom-Brüdern. Letzten Freitag haben wir uns mit dem Grundsetup von Mikrotik beschäftigt. Ja, LAN eingestellt und so weiter und so fort. Und diesmal wollen wir das WLAN jetzt noch konfigurieren. WLAN draufsetzen quasi auf unsere Homeoffice-Konfiguration. Also auch jetzt ein Teil LAN, aber halt im speziellen WLAN. Wir wollen jetzt das lokale Netzwerk auch per WLAN verfügbar machen. Und dann kann ich daheim schön arbeiten mit meinem Notebook. Ja. Also letztes Mal hatten wir deine Bridge konfiguriert. Genau. Diese Bridge werden wir jetzt um das WLAN-Interface erweitern, um wir überhaupt sehen, welche WLAN-Funktionalität hat denn dieses Mikrotik-Gerät, weil der bringt da einiges mit. So ist es. Weil die sind speziell eigentlich im WLAN-Sektor auch sehr, sehr stark. Machen auch viel Funktechnik und Richtfunksachen. Und da habe ich hier viele Einstellungsmöglichkeiten. Sind wir gespannt, was alles gibt. Gut, dann legen wir als erstes los, wie du schon richtig gesagt hast. Wir müssen das erste Bridge adden, weil wir wollen ja hier in unserem Setup alles LAN auch per WLAN freigeben. Deswegen adde ich hier als allererste Tat mal das WLAN-Interface zu meiner LAN-Bridge dazu. Okay. Die wird jetzt auch noch disabled sein, weil sie noch ausgeschaltet ist. Jetzt gehe ich unter den Wireless-Punkt und sehe hier mein gedisabledes Wireless-Interface. Das kann ich jetzt hier konfigurieren. Ich kann es zuerst umbenennen, ich kann es WLAN 1 mal lassen. Da wir ein WLAN jetzt mehr haben, ist also WLAN nicht so wie bei den Ethernet-Ports, dass ich 10 Stück habe, sondern 1, also das ist relativ übersichtlich. Wenn ich noch, es gibt auch die Möglichkeit, noch virtuelle Access Points anzulegen, die kann ich dann dementsprechend noch benennen. Ein Setup für einen virtuellen Access Point. Ich habe ein Access Point, wo ich sage, das ist mein Gäste-WLAN und da gelten zum andere Beispiel. Regeln als bei meinem Firmen-WLAN. So ist es. Also sowas kann der und der kann da ziemlich viele, wir wissen nicht genau, wo die Grenze liegt, aber er kann ziemlich viele Kann ich einfach parallele SSIDs hochfahren und für verschiedene Zwecke die dann entweder zu der Bridge hinzufügen oder zum Beispiel mit einer IP versehen und dann NATen darüber und Firewalling betreiben für Gast-WLAN. Wie mir das gerade einfällt. Also viel in einem eigentlich. Genau. Aber würde jetzt unseren Konfigurationsrahmen natürlich etwas sprengen. Wir widmen uns jetzt den einfachsten Fall. Wir haben ein WLAN-Interface und wir wollen das für unser LAN nutzen und fertig aus. Das konfigurieren wir jetzt auch. Als allererstes ist ja immer die Frage, wir haben jetzt hier in dem Fall ein 2,4 GHz Device in diesem Gerät. Das heißt, wir können hier auswählen die Frequenz und den Standard, den wir verwenden wollen. Ja. Und beim Thema Frequenz ist jetzt die Frage, welche nehme ich denn da? Ja, ist ja schon ziemlich die Umwelt verschmutzt quasi mit WLANs und da bietet er ziemlich tolle Features. Ich kann jetzt hier mal scannen und sehe dann die WLANs in meiner Umgebung. Das ist also jetzt, das haut einen ja noch nicht so ganz vom Hocker. Das scannt halt jetzt nur die WLANs, aber es gibt einen ziemlich umfangreichen Snooper, heißt der, glaube ich, oder? Genau, den Snooper. Richtig, und das ist ja ein ziemliches Mördergerät. Ja, genau, da sehe ich auch die IDs. Der findet mir auch geheidete WLANs, da steht halt keine SSID, aber spürt mir auf, dass die da dementsprechend existieren. Wenn ich jetzt auf der Suche nach der Frequenz bin, schränke ich das jetzt hier ein bisschen ein und schaue mal und sehe dann, dass hier schon ziemlich viel los ist bei uns. Ja, das ist die Wahl. Es ist ziemlich schwach. Also es ist nicht so, dass da eins total reinstreut. Und man kann es jetzt eine Zeit lang beobachten. Und wenn ich jetzt 2422 oder 2417... Ja, wird wahrscheinlich eine gute Wahl sein. Eine gute Wahl sein. Ja. Also es wird nirgendwo, es sei in der Mitte von der Wüste, wo ich auch dann keinen Strom habe. Keinerlei. Am hinteren Ende des Bayerischen Waldes. Ja, im Bayerischen Wald vielleicht. Das kann sein. Aber es wird nirgendwo eine komplett unverschmutzte. So ist es, Der erkennt jetzt auch WLAN-Access-Points, die sehr, sehr weit weg sind. Genau. Also ich denke da, dass er mit 17 oder 22 schon ganz gut fahren wird. Okay. Also ich sollte nicht, wo irgendwo 100% Frequenzausschlag ist. Ich kann jetzt hier nochmal ausschalten und dann sehe ich ja auch, wer das ist. Da sehe ich ja zum Beispiel, dass das wir sind und unser Access Point ist relativ nah da. Also das Frequenzband sollte ich nicht verwenden. Und hier oben ist weniger los und deswegen würde ich einfach mal sagen, nehmen wir die Frequenz und schauen wir mal, wie es dann so funktioniert. Gut, als allererstes muss ich den Mode einstellen, weil ich kann ja das hier auch als WLAN-Client oder als sonstige Direktverbindung irgendwas verwenden. Ja. Ich möchte eine Access Point Bridge, das muss ich mal als allererstes festlegen. Das Protokoll habe ich schon ausgewählt, BGN 2,4 GHz. Dann kann ich hier die Kanalbreite festlegen. Standardmäßig hat er diesen 20 MHz Kanal. Ich kann da auch bei den größeren Standards die Kanäle bündeln
und kann dann sagen 20/40, das heißt zwei Kanäle, mhm. und kann sagen, nimm den Kanal und den drüber oder den Kanal und den drunter. Mhm. Das ist also above oder below. Mhm. Da kann ich alles nochmal nach der Frequenz gehen. Ich sage jetzt mal, den drüber soll er mitverwenden. Und als Kanal haben wir gesagt, nehmen wir mal die 17. Mhm. Dann nehmen wir den und den da drüber. SSID muss ich vergeben. Nenne ich einfach jetzt mal Homeoffice. Ja. Und damit habe ich jetzt eigentlich ein WLAN konfiguriert. Wenn ich jetzt auf OK gehe und würde das enablen, ist es da. Mhm. Und es hat noch keine Verschlüsselung. Mhm. Also ein sehr toll konfiguriertes. Genau, ein sehr benutzerfreundliches WLAN. Benutzerfreundlich ist der richtige Ausdruck. Ja. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich muss es trotzdem hier mal abspeichern, weil ich hier in diesem Interface keine Keys definieren kann. Mhm. Keys definiere ich separat in sogenannten Security Profiles. Mhm. Es gibt hier schon ein Security Profile, das ist das Default, aber da ist nichts konfiguriert. Ich lege mir ein neues an und nenne das jetzt mal einfach WLAN 1. Kann hier meinen Verschlüsselungsstandard aussuchen, in dem Fall nehmen wir mal WPA2 und kann hier einen sehr guten Key. 1, 2, 3, 4, 5. In unserem Fall ja. Natürlich sollte ich hier mehr, ein bisschen mehr Fantasie haben bei der Schlüsselvergabe. Ich habe auch hier wieder die Option in der Winbox, haben wir vielleicht auch schon mal erwähnt, das hier anzuzeigen für eine leichtere Eingabe. Und da kann ich es auch nochmal kontrollieren. Ich habe jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Okay. Dann gehe ich wieder zurück in meinem Interface und sage da, dass ich dieses Security Profile verwenden möchte. Mhm. Genau, das sind einmal die Standard-Settings. Was ich noch machen sollte, ist in den Advanced Mode gehen und das Land einstellen. Es gibt da bestimmte Regulierungen für die Länder. Wenn ich das hier einstelle, macht er das automatisch. Ich kann es natürlich auch alles mit der Hand konfigurieren oder nicht konfigurieren. Mhm. Und wenn ich jetzt hier oder Sachen machen, die ich nicht darf. Genau, richtig. Wunderbar. Kann ich auch, aber es ist nicht so lustig dann mit der Zeit. Dann, wenn ich jetzt hier einen riesen Oshimat-Antenne dran hätte, könnte ich hier noch sagen, ja, meine Antenne hat aber noch so und so viel Gewinn, durch das, dass die dementsprechend größer ist und mehr Leistung hat. Dann könnte ich hier einstellen. Ich lasse es in unserem Fall einfach mal auf 0. Mhm. Gut. Jetzt sind wir eigentlich soweit durch. Wir haben die SSID verwendet, wir haben es mit gebridged und wir haben den Key vergeben. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich soweit, dass wir das Teil einmal enablen könnten. Mhm. Also es ist jetzt immer noch ausgegraut. Immer noch aus. Das hat auch nichts gemacht, dass wir quasi diese Sicherheitsdinge noch nicht konfiguriert hatten, weil das ganze Interface noch aus war die ganze Zeit. Also solange es aus ist, ist es aus. Mhm. Erst wenn ich hier mit dem Haken das enable, kommt das Interface hoch und jetzt wird die SSID auch dementsprechend gebroadcastet. Können wir bei uns draufklicken, also wir brauchen also nicht auswählen, aber dass man sieht, dass die SSID da dann langsam irgendwann ankommt. Genau, Home da Office. Ist er, Homeoffice. Wir haben einen guten Empfang, weil die steht direkt daneben. Wir riskieren es jetzt einfach auch mal zu verbinden. Oh, 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 oh. Gefährliche Demo. Ja, sicher. Sicher, man muss sich ja mal was trauen. Genau, da sehen wir ja auch schon Aktivität jetzt auf dem Interface. Ja. Hier ist es auch schön dunkelschwarz geworden. Wir haben viel Empfang und alles hat funktioniert. Wenn ich jetzt hier mal reingehe, sehe ich hier, dass ich registriert bin. Sehe hier die MAC-Adresse von dem Gerät, mit dem ich registriert habe und dass der online ist. Mhm. Ich kann jetzt auch nochmal hier das ein bisschen anschauen, was da so passiert ist mit meinem Netzwerkinterface. Ich müsste hier das WLAN haben und sehe hier, hat mir der DHCP schon eine Adresse vergeben. Richtig, ja. Das kann ich hier nochmal genauer anschauen. Sehe hier auch das Gateway und auch den DNS-Server. Mhm. Das hat wunderbar funktioniert. Genau, und bin also somit jetzt im WLAN und kann jetzt mein LAN auch übers WLAN verwenden. Die Firewall-Regeln müssen wir jetzt nicht anpassen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil wir ja über das Bridge-Interface kommunizieren und für die Bridge-Interface ist ja quasi alle Regeln schon definiert haben. Das heißt, es gilt für das ganze LAN, eigentlich in meinem WAN dasselbe. Ja. Mhm. Könnte ich natürlich anders konfigurieren, aber für ein Standard-Einfach-Setup. So ist es. Wir betrachten jetzt das LAN als eines, egal ob das jetzt über den physikalischen Stecker kommt, den ich da reinstecke, oder ob ich jetzt über WLAN verbunden bin. Das ist für mich alles eins. Mhm. Ich kann das separat betrachten, auch in der Bridge zum Beispiel. Mhm. Es gibt in der Bridge auch sogenannte Bridge-Filter. Da kann ich sagen, wenn es von dem Interface genau reinkommt, dann darf das aber nicht. Mhm. Das kann ich auch noch definieren, wenn ich das möchte. Oder ich Port Security genau, quasi. Oder ich adde das WLAN gar nicht zur Bridge, sondern fahre hier eine IP hoch, route darüber und dann gilt ganz normal mein
IP-Tab. Also eigentlich wahnsinnig flexibel, weil das, was wir jetzt konfiguriert haben, im Standard kann ich mit jedem Router, aber die wahnsinnige Flexibilität wird also hier schon. Ich kann ganz in jedem Fall mein Anwendungsgebiet abdecken. Okay. Das war es soweit für unser Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächsten Freitag. Bis dahin. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Passcom Systemhaus findet ihr unter passcom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf passcombrothers.net.